Bukowski spricht von diesen Abenden, die man in einem kurzen Leben nicht vertrödeln soll. Der Mann der verpassten Gelegenheiten, der Zen-Stoiker, verpasst diese niemals, indem er aktiv den Kairos nicht ergreift, sondern die Phänomene aufmerksam erstaunt, verblüfft, verfolgt. Sprich, er hat praktisch alle Abende eines gesamten Lebens demjenigen gewidmet in Vorbereitung auf das Endgültige, was man Schlafen, Träumen, Erweiterung des Unbewussten nennt. Und sich auf nichts eingelassen, was die dissipativen Verwicklungen und Aufspreizungen noch mehr durch Begehrensausweitungen verkomplizieren könnte. Er sucht also nicht den Abend, das Abenteuer, sondern das Morgenbillig.